Hallo ihr flirtwilligen Singles da draußen, Horst Wenzel hier für dich von der Flirt University. Ich bin gerade im schönen Berlin und gerade unterwegs mit dem Team von Sputnik News. Wir haben gerade einen kleinen Flirt-Test gemacht. Das stimmt und du hast ziemlich gut abgeschnitten. Auf jeden Fall war witzig. Ihr könnt das Video sehen bald wo bei euch auf der Seite? Auf de.sputniknews.com, genau, unter Videos, ansonsten auch auf YouTube, Facebook und Instagram wahrscheinlich. Okay, und wir haben so einen kleinen Flirt-Challenge gemacht. Was ist denn für dich da jetzt dabei rausgekommen? Ja, für mich ist rausgekommen, also ich habe so eine Liste gemacht von Anmachsprüchen. Die waren auch zugegebenermaßen ein bisschen überspitzt. Gib mal ein Beispiel für so einen richtig doofen Anmachspruch. Naja, ich habe einfach gesagt, naja, was mögen Frauen? So komplett übertrieben. Okay, Besitz macht Geld, alles Mögliche in die Richtung. Also das war dann eher so, zum Boden, ne? Besitz macht Geld. Ja, Vermögen, Reichtum, Besitz und ja, vielleicht noch irgend so eine Yacht auf dem Ozean. Das waren echt witzige Sachen. Das war so zum Beispiel so, hatte so Sachen wie, kommst du mit mir auf die Yacht? Und sie sagt so, nee, aber ich habe ja einen Freund. Und er so, und ich habe große Yacht. Also er hat einfach immer noch einen draufgesetzt. Aber so ganz gut haben die Frauen darauf nicht reagiert. Nee, die haben bestenfalls gelacht, was ja auch ein Start für einen Flirt sein könnte, wenn man das Ganze dann... Ja, aber jedenfalls, nee, die haben alle mir irgendwie die kalte Schulter gezeigt und du hast die mehr so mehr oder weniger in der Situation halt, ne, abgerufen, die waren. Genau, das ist ja immer super wichtig, dass man einfach die Situation aufgreift, dass man charmant ist und man sich nicht hinter einem doofen Spruch versteckt, sondern stattdessen einfach sich vorstellt, wie man ist. Und das muss gar nicht perfekt sein, das erste Ansprechen. Hauptsache, man tut es. Und deswegen hoffen wir auch, ihr tut es. Schaut auf jeden Fall bei Sputnik News vorbei, schaut euch unsere Flirt-Challenge an. Und falls ihr es hier noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal für lustige Videos zum Thema Flirten. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und klickt doch auch mal auf die kleine Glocke, denn dann erhältst du über Benachrichtigungen, wenn was Neues von uns erscheint. So, hier geht es jetzt weiter mit meiner Flirt-Challenge bei Das Ding vom SWR. Und hier geht es jetzt weiter mit dem wundervollen Jeremy Fragrance und seinen duften Dating-Tipps.